Vor 35 Jahren in Kingston. Im goldenen Zeitalter des Rocksteady beherrschen The Heptones gemeinsam mit einer Handvoll anderer Künstler die jamaikanische Musikszene. Leroy Sibbles alias Mr. Basie ist der Kopf des Gesangstrios, aber auch Bassist und Songschreiber. Von ihm stammen die berühmtesten Basslinien des legendären Studio One. In 2 Minuten müssen Leroy und Barry Llewellyn auf die Bühne. Aber bis dahin kramen sie seelenruhig in unserer Plattenkiste nach musikalischen Erinnerungen. Wilson Pickett. Mr. Pickett versetzt mich in meine Jugend zurück. Mit 17 kam ich ins Studio One. Ich und Barry, blutjung und noch grün hinter den Ohren. Wir sammelten Erfahrungen und überlegten, was wir der Welt zu bieten hätten. Als Motown gegründet wurde, fingen wir fast zeitgleich mit dem Studio One an. Wir waren fast wie entfernte Verwandte. Ja, die Meters, eine großartige Band. Mit ihren Titeln wie Sophisticated Sissy. In Jamaika zog man sich in der Musikszene, vor allem zu Rocksteady-Zeiten, so an wie sie. Wir imitierten ihren Stil und den der Drifters. Ein Jackie Opel Best of Album. Noch jemand, der uns sehr inspiriert hat. Pushwood, Cry Me a River. Er war ein toller Künstler. Er starb bei einem Unfall. Er kaufte sich einen Sportwagen und freute sich so sehr darüber, dass er aus der Kurve flog. Ist einfach geradeaus weitergefahren. Coxon versorgte uns mit Musik. Er reiste viel und brachte all seinen Künstlern stapelweise Platten mit. Du durftest dir aussuchen, was du wolltest. Sehr viele Bob Marley-Songs und Originale der Wailers sind Covers. Das gibt es bei den Heptones kaum. Much.
Sendung hier bei uns im Fernsehen oder im Netz auf arte.tv.